meine Ausbildung dauert 3 Jahre. Allerdings macht man das erste Lehrjahr auf einer BBS und die anderen 2 Jahre macht man dann im Betrieb. In der Ausbildung zum Straßenbauer lernt man das Pflastern von Platten und im Anschluss auch das Regulieren, falls Platten abgesackt sein sollten. Zuerst werden die abgesackten Platten herausgenommen, dann wird mit Split der Untergrund nachgebaut, dann werden die Platten wieder reingelegt und darauf zu achten ist, dass keine Stolperkanten entstehen. Es kommen nicht immer nur die Hände zum Einsatz, sondern auch jegliche Maschinen und wo es der Platz zulässt, auch gerne mal ein Bagger. Meine Highlights in der Ausbildung sind auf jeden Fall, dass man Göttingen sehr viel sieht, sich eigentlich wöchentlich neue Baustellen betreut und dass es halt einfach sehr abwechslungsreich ist. Der Bau hat einen sehr großen Fuhrpark, wovon wir sehr viele Maschinen im Teil unserer Ausbildung auch kennenlernen und auch fahren dürfen. Ich persönlich fahre sehr gerne den Radlader, weil er so viel Power hat und es macht einfach Spaß, damit verschiedenste Aufgaben auf dem Hof zu erledigen. Wer sich für die Ausbildung interessiert, sollte auf jeden Fall Flexibilität mitbringen und mannschaftsdienlich sein. Das Pflastern von Naturstein ist ein sehr großer Teil der Ausbildung. Auf den Lehrgängen muss man immer Naturstein machen, genauso wie in der Abschlussprüfung. Und im Kunstquartier haben wir zum Beispiel 300 Quadratmeter Kleinpflaster gepflastert, was sehr gut als Übung gegolten hat. Am Ende des Tages sieht man auf jeden Fall, was man geschafft hat. Und das ist auf jeden Fall sehr schön.